Händler dir dienen. Vergebens, Reiter. Wenn du weitergehst, gibt es kein Zurück. Es ist Abaddon. Uriel führt die Höllenwache gegen ihn an. Wie du vorher gesagt hast, die Höllenwache wird scheitern. Todesengel, diene mir ein letztes Mal. Dass er auch sie geliebt hat, vor langer Zeit, bevor all das geschah. Törichterweise stellte er die Pflicht über alles und starb dafür. Wirst du ebenso handeln? Der Himmel jagt dich, die Hölle hasst dich. Die gesamte Schöpfung schert sich nicht darum. Ob du lebst oder stirbst, schließe dich mir an, Krieg. Wie ein großes Schwert werde ich dich erheben. Und unsere Feinde werden vor uns erzittern. Die Beute von 1000 Ziegen wird dir gehören. Oder diene der Gerichtsbarkeit eines korrupten Rates und einem Schöpfer, der seine Gläubigen im Stich lässt. Diese Wahl biete ich dir, Reiter. Möchtest du dem Himmel dienen oder über die Hölle herrschen? Ich treffe die Entscheidung, die ein Feigling einst nicht traf.
hast mich etwas gelehrt, Abaddon. Manchmal muss man die Pflicht vernachlässigen, um zu tun, was getan werden muss. Es ist nicht die Pflicht, die mich dich jetzt töten lässt. Uriel. Uriel. Ernte, was du gesät hast, Verräter! Du hättest wissen sollen, dass es kein Zurück gibt. Der Rat. Sie wussten, dass du wegen deiner wertvollen Ehre niemals den Henker spielen würdest. Also ließen sie dich fallen. Sie wussten, dass du jeden abschlachten würdest, um deinen Namen reinzuhalten. Und du hast es getan. Nein! Geduld, Hure. Für dich habe ich auch noch etwas. Das nehme ich. Wenn es gebrochen würde, kämst du vielleicht auf Gedanken, wie zum Beispiel, nicht in deinen Käfig zurückzugehen. Es ist wirklich tragisch. Du hattest die Freiheit in Händen und dann hast du sie verloren. Was ist so verdammt lustig? Selbst du würdest nicht auf deine eigenen Beerdigung lachen. Ich lache über dich. Nex Sacramentum. Der Todesschwur ist vollendet. Höllenwachenhure! Was hast du getan? Nein, nein, nein! Ich werde deine Innereien durch deinen Heiligenschein ziehen. Steh nur wieder auf. Ich werde dich nochmal töten. Ich habe nur Befehle befolgt. Wie du. Was hast du vor? Gegen den Rat kämpfen? Gegen alle kämpfen? Du wirst niemals entkommen. Hörst du? Niemals! Vergiss nicht, wer die Leine hält. Ich habe es nicht vergessen. Du wusstest. Du wusstest, was passieren, was ich tun würde. Deshalb hast du mich verschont. Nein. Warum dann? Weil ich nicht wollte, dass die letzte Ehre des Himmels mit seinem Meister stirbt. Die Schulden sind beglichen. Die Pflicht könnte mich eines Tages wieder das Schwert gegen dich erheben lassen. Wenn dieser Tag kommt, werde ich nicht zögern. Du wirst gejagt werden. Die Weiße Stadt mit Sicherheit, der Rat und auch andere. Willst du diesen Krieg alleine führen? Nein.